Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und ich habe hier heute in der Leitung bei mir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Kommentator Marco Hagemann. Marco, ich grüße dich. Simeon, grüße dich auch. Danke für die Einladung. Ja, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und Vertretung in Anführungszeichen bist für Danny. Der ist nämlich auf einer ZVW-Leserreise in Rom unterwegs, also der beglückt gerade ein paar ZVW-Leser mit seiner Anwesenheit. Und dann dachte ich, Länderspielpause, es gibt 4 VfB-Profis, die nominiert wurden. Beim VfB läuft so gut wie nie, eigentlich das perfekte Themenfeld für dich, Marco, oder? Ja, also gerade weil ich mich sehr darauf freue, auch auf die Nominierten, wenn gleich natürlich Chris Führich ja schon mal mit dabei war, aber gerade weil immer Anton, Dennis Undorf, Marc Mittelstädt, was die jetzt so für Eindrücke natürlich schon mal jetzt bekommen haben in den ersten Tagen im Kreise der Nationalmannschaft und natürlich auch, wer dann gegen Frankreich oder auch gegen die Niederlande spielen darf, da bin ich sehr gespannt. Aber über allem steht natürlich auch verdiente Nominierung für jeden Einzelnen. Und das Spannende ist, du wirst ja am Dienstag für RTL das Spiel kommentieren gegen die Niederlande. Also du hast den perfekten Einblick. Wie für euch gewohnt da draußen, kurz der Themenüberblick. Wir quatschen zuerst über den VfB Stuttgart, weil grandiose Saison, Marco, da müssen wir einfach drüber sprechen. Ohne diese Saison gäbe es diese 4 Nationalspieler nicht. Dann sprechen wir natürlich, dein Fachgebiet auch via RTL, wir sprechen über diese Nationalspieler, über die Nationalelf. Was machst du für Chancen aus für die EM im Sommer? Und dann quatschen wir noch ganz kurz über dich, Marco, deine Projekte, die jetzt in Zukunft anstehen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach direkt ein, legen wir direkt los. Vergangenes Wochenende, Samstagabend, Heimspiel in Hoffenheim. Hast du das Spiel dir angeschaut, Marco? Oder hast du es irgendwie gesehen? Zusammenfassung, Tore? Ja, klar. Also jetzt nicht 90 Minuten, aber ich hab viel gesehen von dem Spiel. Ich wusste schon vor ein paar Wochen, dass das eher ein Heimspiel wird für den VfB Stuttgart. Weil bei uns auch in der RTL-Redaktion, da haben wir unter anderem einen sehr großen VfB Stuttgart-Fan, der mir schon vor Wochen erzählt hat, dass sich die Stuttgarter Fans quasi alle Karten, die es da irgendwie noch zur Verfügung gab, da noch unter den Nagel gerissen haben. Und dann habe ich mir das natürlich angeschaut und das war ja wirklich ein Heimspiel, das muss man wirklich sagen. Also auch für die Journalisten, für uns, die vor Ort anwesend waren, war das natürlich ein absolutes Highlight. Wir in Anführungszeichen, der VfB Stuttgart, die Fans des VfB Stuttgart, haben die BreZero Arena eingenommen. Jetzt nicht nur fantechnisch, also anwesenheitstechnisch, sondern auch spielerisch. Ich habe auf X, auf Twitter geschrieben, das war vermutlich die beste erste Halbzeit, die ich vom VfB seit langem, langem gesehen habe. Und dazu zählen auch dieses 1:1 gegen Leverkusen und diese knappe 2:3 Niederlage in Leverkusen im Pokal. Für mich war das eine astreine Leistung. Trainer Sebastian Hoeneß hat auch davon gesprochen, die Mannschaft hätte wie aus einem Guss gespielt. Marco, das war ein Klassenunterschied in Sinsheim, oder? Ja, absolut, absolut. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn man dann sagt, so nach so viel Spielen, das war jetzt so die beste Hälfte, die man so gesehen hat. Ich finde, auch wenn es das ausgab im DFB-Pokal, das war übrigens das beste Spiel der kompletten Saison, was ich so gesehen habe. Was die beiden Mannschaften da gezeigt haben, die haben einfach ganz klar auch dokumentiert, dass die beiden besten Mannschaften eigentlich sind, so von der vom konstanten Aufruf so der Leistungen her, das fand ich noch viel beeindruckender, auch wenn es jetzt für den VfB da jetzt nicht reicht in Leverkusen, aber was der VfB am Wochenende in Hoffenheim da gespielt hat, ich meine, da muss der schon zur Pause eigentlich viel, viel höher führen. Das zeigt eben, dass diese Mannschaft einfach toll funktioniert und so viel Selbstbewusstsein hat, so viele Automatismen greifen. Und so eine Hälfte da hinlegen. Meine Sebastian Hoeneß kennt ja auch Hoffenheim noch so aus seiner Vergangenheit und weiß, wie man möglicherweise gegen die TSG spielt, dann auch gegen den ehemaligen Stuttgarter Trainer, gegen Rino Materazzo. Da weiß man ja auch so ein bisschen, was auf einen zukommt. Nein, das war einfach ein hochverdienter Erfolg. Ob das jetzt möglicherweise die beste Hälfte war der Saison oder auch die zweitbeste oder die drittbeste, spielt in dem Moment dann keine Rolle mehr. Wichtig ist ja, dass man als VfB Stuttgart weiterhin da auf Platz 3 steht, mit Kontakt sogar zu Tabellenplatz 2. Das darf man ja auch nochmal nicht so vergessen. Und einfach einen nächsten Schritt Richtung Europapokal gemacht hat. Und natürlich hoffen alle Stuttgarter, dass es dann auch für die Champions League reicht.
Jetzt hast du gerade angesprochen, die Mannschaft hat auch in Hoffenheim diesen nächsten Schritt gemacht. Sie macht gefühlt die ganze Saison Schritte. Also was die Mannschaft unter dem Trainer Sebastian Hoeneß, was die für eine Entwicklung hinlegt, ist ja fast schon absurd. Hast du das kommen sehen im vergangenen Sommer? Ich glaube nicht. Und du wärst ein Hellseher, wenn du es vorausgesehen hättest. Also, wer jetzt irgendwie um die Ecke biegt und sagt, das war doch klar, dass der VfB Stuttgart so eine Saison spielt, dem kann ich das nicht ganz so wirklich abnehmen. Relegation gegen den HSV gerade so überstanden, verdient überstanden, muss man ja auch sagen. Sowohl zu Hause als auch auswärts hat man einfach richtig Top-Leistungen gebracht. Das hat sich so ein bisschen angekündigt, ja, sozusagen in der letzten Phase der vergangenen Saison, als Sebastian die Mannschaft übernommen hat. Aber dass man diese Energie, diesen Schwung mit rübernimmt, bei weitem habe ich da nicht dran gedacht, weil dann kommen dir natürlich so Namen in den Kopf rein, die den VfB dann verlassen haben, ne? Wie Borna Sosa, wie Mavropanos, so als Mentalitätsspieler, natürlich wie Endo, ja, keine Frage. Man muss ja nur gucken, was Endo in Liverpool zeigt, dass das kein so schlechter Spieler ist. Ich glaube, da gibt es ja keine zwei Meinungen darüber. Und wenn du dann solche drei Spieler verlierst und über die spricht da gar keiner mehr beim VfB Stuttgart. Ja, wer soll das denn wirklich prognostiziert haben? Deswegen so eine Leistung über so einen langen Zeitraum jetzt, wir sind ja Richtung Endphase schon der Saison, hätte ich nie im Leben damit gerechnet. Aber es ist ja trotzdem so, wir haben am Anfang der Saison immer wieder diskutiert, auch hier im Podcast, ist es nur eine Phase, kommt da irgendwann der Einbruch? Und der Kollege Gallen, das muss ich ihm hoch anrechnen, hat immer gesagt, da kommt kein Einbruch. Die Mannschaft wirkt so stabil, ist so gefestigt. Das kam ja auch aus dem Nichts. Also du sagst es richtig an, es ist Endspurt und die Mannschaft fehlt auf Platz 3. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Was sind für dich so Erfolgsfaktoren aktuell? Erstmal glaube ich, dass die Basis ja schon in den letzten Spielen der vergangenen Saison gelegt worden ist. Das hat man auch unter anderem an der Ansprache von Sebastian Hoeneß immer wieder gemerkt, der diesem Club insgesamt ja auch eine ganz andere gedankliche Herangehensweise in relativ kurzer Zeit eingeimpft hat. Sebastian Hoeneß hat nie gemeckert, hat nie irgendwelche Ausreden gesucht, war immer positiv, und er hat ja auch schon zu seiner Hoffenheim-Zeit auch da schon angedeutet und auch gezeigt und dokumentiert, dass er in der Lage ist, einer Mannschaft eine Identität mitzugeben. Ich glaube, das war quasi fast das perfekte Sprungbrett auch für ihn in Hoffenheim. In Ruhe zu arbeiten, einer Mannschaft eben so eine Identität zu geben. Und dann spielst du dich vom Tabellenplatz 18 in die Relegation und spielst eine sehr gute Relegation und schaffst dadurch die Basis, dass du eben ein Umdenken innerhalb der Mannschaft schon mal herstellst und dass du diesen Glauben über die Sommerpause hinüber rettest. Und natürlich hängt das auch viel damit zusammen, wie du reinkommst in eine Saison. Und wenn du merkst, okay, der Flow wird beibehalten, du hast relativ wenig Verletzungssorgen. Du wusstest natürlich, dass Guirassy dann mal zum Afrika-Cup geht, aber du hast dich ja vorher schon natürlich mit diesem Thema auseinandergesetzt, wer könnte denn eventuell dann in diese Position reingehen. Du hast dementsprechend dich auch verpflichtet. Und die Mannschaft wächst natürlich, das ist halt im Sport so, da können wir über Handball, Basketball, whatever sprechen. Der Sport bringt, wenn er Erfolge bringt, Selbstbewusstsein und auch Glaube an den Weg des Trainers. Und das hat die Mannschaft über Wochen immer wieder gezeigt, dass sie diesen Weg mitgeht. Jeder hat Spielzeit bekommen. Viele haben sich weiterentwickelt. Auch das ist ein ganz großer Verdienst von Sebastian Hoeneß, weil er eben imstande ist, Spieler auch weiterzuentwickeln, zu verbessern. Und dann bist du auf so einem Weg, der dich auf Tabellenplatz 3 relativ frühzeitig schon gehievt hat. Und du hast dich locker gelassen. Und auch nicht nach dem nicht so guten Start ins Jahr 2024 mit zwei Niederlagen, Ruhe behalten, weiter an den Weg geglaubt. Und dann ist es halt im Sport so, dass du auch mal so eine Saison wirklich konstant wirklich da oben dich eingrooven kannst und eingraben kannst und einfach weitermachst, weil es gibt
gibt ja gar keine Anzeichen, warum da irgendetwas zerbrechen sollte, weil die Außendarstellung passt von Sebastian Hoeneß, der dreht nicht durch, der weiß, was er da tut, und die Spieler folgen ihm da, weil natürlich auch Erfolge da sind. Das muss man immer, das gehört einfach zur Wahrheit dazu, ne? Wenn so eine Herangehensweise eines Trainers nicht so funktioniert, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann passiert es eben auch, dass irgendwann mal Spieler sagen, ist das wirklich so der richtige Weg? Ne? Dann kommt die Verunsicherung und so weiter. Aber das ist beim VfB nicht eingekehrt. Und dann gibt es ja noch weitere Faktoren. Du hast eine Symbiose geschaffen zwischen Mannschaft und Fans. Ne? Die Unterstützung ist ja gewaltig. Kleinere Nebenkriegsschauplätze wie jetzt ja auch in der Führungsetage werden komplett ausgeblendet. Auch das sucht Sebastian Hoeneß nicht zu irgendeinem Argument und lässt sich dann nicht irgendwo hintreiben. Das ist, ich bin halt sehr gespannt, wie sie es auch weitertragen, wenn die Saison mit Champions League dann beendet wird. Wie geht es dann weiter über die Sommerpause hinaus? Was passiert generell beim VfB Stuttgart? Dann kommen internationale Wochen. Ich meine, die kommen jetzt eh, ja, egal welchen Wettbewerb man spielt, wie es dann so weitergeht. Aber bislang ist ja alles gut. Du hast eine Person rausgehoben, selbstverständlich Sebastian Hoeneß, den Trainer. Ich habe ihn betitelt bei seiner Vertragsverlängerung als der Bessermacher, als der Eckpfeiler beim VfB Stuttgart, der für diesen Erfolg hauptverantwortlich ist. Jetzt hat er sein Vertragspapier vorzeitig verlängert, bleibt also erstmal am Neckar. Das ist die gute Nachricht. Mhm. Wie groß ist sein Einfluss? Lässt sich der beziffern? Vermutlich ja nicht, aber du hast ihn jetzt gerade mehrfach erwähnt. Er hat dem in Anführungszeichen totgeglaubten VfB damals, das war ja die Ära Bruno Labbadia, da hat ja jeder gesagt, die gehen runter, die sind tot, hat sie wieder zum Leben erweckt, hat ihnen Leben eingehaucht und steht jetzt eben auf Rang 3 mit 56 Punkten. By the way, die beste Saison der Vereinsgeschichte. Der Anteil des Trainers, der kann gar nicht hoch genug gehängt werden, oder? Er ist der wichtigste Mann, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie gelesen, besten Punkteschnitt aller Zeiten von VfB-Trainern, also über 2 Punkte im Schnitt geholt, weil er, glaube ich, ja jetzt 34 Spieltage, ne, also jetzt insgesamt ja hat saisonübergreifend, also quasi eine komplette Saison. Und wenn du dann mit über 2 Punkten da stehst, das ist ja schon mal eine phänomenale Bilanz. Also das ist überragend in der Zeit. Gerade wenn man weiß, mit welchem Spielermaterial man zu tun hatte in der Endphase der vergangenen Saison. Das war ja nicht seine Mannschaft, der hat keine Vorbereitung gehabt. Und das dann so fortzusetzen mit der neuen Identität, wieder mit Ballbesitz, Fußball, mit wirklich attraktivem Fußball. Natürlich ist dann Sebastian Hoeneß der wichtigste und auch der wichtigste Grund, warum es genau so läuft, wie es läuft. Und da kann man ihm ja da kannst du alle Hüte ziehen, die du zur Verfügung hast, dass er das so hinbekommen hat und dieser Mannschaft diesen Glauben gegeben hat und auch Spieler besser gemacht hat. Also wie, du kannst ja hinten schon anfangen mit Waldemar Anton. Also Bruno Labbadia hat ein bisschen was versucht, also Rechtsverteidiger, dann Innenverteidiger. Ich glaube, mittlerweile kann er spielen, wo er will, Waldemar Anton. Und er hat auf fußballerisch nochmal richtig zugelegt. Ito ist so stabil. Also das ist ja, da kriegt man ja schon Angst, wie stabil der geworden ist. Und Enzo Milo, also der war ja quasi vor der Sebastian Hoeneß-Zeit einer der Kandidaten, wo man so sagen konnte, hat er überhaupt Bundesliga-Format? Ja, das hat er tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch so ein Spieler, wo man ganz klar erkennt, dass da das Trainerteam herausragende Arbeit macht. Ich will jetzt nicht über den Nationalspieler sprechen, weil klar, stehen natürlich auch im Schaufenster, die jetzt nominiert worden sind, aber mir wird ja auch so ein Ito oder mal ein Milo oder ein Angelo Stiller, den Hoeneß aus Hoffenheim natürlich noch kennt, Karasor, also die beiden auf der Doppelsechs. Das sind einfach Spieler, die sich wirklich nachweisbar verbessert haben. Und das liegt am Trainerteam mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Genau daran liegt es. Du hast auch gerade diese fußballerische Komponente angesprochen, dass sie den Ball haben wollen, dass sie Fußball spielen wollen, dass sie eben nicht sich hinten reinstellen und auf Konter spielen. Ist vielleicht gerade diese fußballerische Komponente, so Stichwort Leverkusen, Xabi Alonso Fußball, genau die Komponente, die den VfB dann abhebt von zum Beispiel Borussia Dortmund oder RB Leipzig, die eher Umschaltfußball spielen?
Ja, das hängt ja immer auch mit einer Philosophie eines Trainers zusammen. Das ist eine heißt ja nicht, dass der Erfolg quasi gepachtet ist, und das andere heißt ja nicht, dass der Erfolg nicht da ist. Also wenn ich so richtig informiert bin, spielt RB Leipzig und Borussia Dortmund ja auch in Kontakt zu Champions League Plätzen. Der FC Bayern hat unter anderem gegen den VfB Stuttgart genau das gespielt, was du gerade über RB oder über Borussia Dortmund gesagt hast, nämlich dann mal sich ein bisschen tiefer positioniert, um umzuschalten, und war ja auch durchaus erfolgreich. Also das eine heißt nicht Erfolg und das andere heißt nicht gleich Misserfolg. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Philosophie, an der Idee eines Trainers. Und Sebastian Hoeneß hat das ja sehr schnell versucht zu implementieren, als er zum VfB Stuttgart gekommen ist und quasi aus einer, sagen wir mal, ängstlichen Haltung eine offensive Haltung gemacht. Denn nur mit Toren kommst du da unten raus, also steigerst du die Chance, Spiele zu gewinnen, wenn du den Ball hast, um selbst Tore zu erzielen. Andersherum wäre es ja zu ängstlich gewesen, und ich glaube, wäre es auch der falsche Weg gewesen, um eine natürlich vorhanden gewesene Verunsicherung aus den Köpfen zu kriegen, wenn man sich halt hinten reinstellt und hofft, vielleicht ein oder zwei Konter zu setzen. Die Garantie hast du nicht, aber die Garantie steigerst du, wenn du den Ball hast, dass du da Tore machst, und den Ball fern des eigenen Tores, abhältst. Deswegen hat er das ja schon relativ zu Beginn seiner Amtszeit eingefordert und dieser Mannschaft mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, da liegt jemandem auch die Basis, woran der Glaube gewachsen ist, zu sagen, okay, jetzt nehmen wir das Spielgerät mal in die Hand und wir wollen Fußball spielen und wir wollen aktiv sein. Und das waren die richtigen Schlüsse und die richtige Herangehensweise von Sebastian Hoeneß gleich schon zu Beginn seiner Amtszeit. Sind quasi jetzt die Früchte, die er erntet durch seine gute Saat, die er gelegt hat, zu Beginn seiner Amtszeit. Jetzt gibt es ja vorne diesen Doppelsturm. Es wurde immer wieder auch gesprochen, spielen beide, Guirassy, Dennis Undav, dazu ja dann noch Chris Führich, Dennis Undav und Führich übrigens jetzt neuer Nationalspieler, vielleicht, Chris ist es ja schon, Dennis wird es vielleicht jetzt in den kommenden 5, 6 Tagen. Dieser Doppelsturm ist auch rein statistisch gesehen mit das Beste, was Europa zu bieten hat. Harry Kane, klar, zerschießt alles, was in der Bundesliga rumläuft, aber Serhou Guirassy und Dennis Undav sind wirklich, was so ein Duo angeht, ganz, ganz vorne dabei. Wie erklärst du dir so eine Entwicklung? Ich meine, Serhou Guirassy damals in Köln ist untergegangen, war dann in Frankreich, kam aus dem Nichts quasi. Auch Dennis Undav kam aus dem Nichts, aus Brighton. Keiner hatte ihn auf dem Schirm. Und die schießen jetzt alles kaputt. Das ist doch auch eigentlich fast nicht zu erklären. Nee, also das ist auch wirklich schwierig zu erklären, weil man natürlich im Training jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht beim Training jedes Mal mit dabei. Aber wenn ich auch da wieder ein bisschen zurückblätter in der Zeit, wenn Bruno Labbadia Guirassy gehabt hätte, über Wochen, als er damals wochenlang verletzt war, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Wäre Sebastian Hoeneß dann VfB-Trainer? Ja, ich glaube, vielleicht eher nicht. Ja, vielleicht aber doch. Wir wissen es nicht. Das ist reine Spekulation. Aber daran hast du ja auch schon gesehen, wie wichtig Serhou Guirassy gewesen ist und dann auch wieder geworden ist, nachdem er wieder fit geworden ist. Also wie beide treffen, wie häufig beide treffen, wie beide auch zusammenspielen können. Das war ja auch lange die Frage, können beide auch zusammen? Ja, sie können auch zusammen und sie können sich gegenseitig die Tore auflegen. Mehr Undav für Guirassy als andersherum. Wir haben das jetzt in Hoffenheim ja auch im aktuellen Beispiel auch gesehen. Es ist schwer zu erklären. Du hast dann, ich glaube, das haben wir auch über Jahrzehnte, konnten wir das beobachten, gerade bei Offensivspielern, gerade bei Stürmern. Da gibt es Phasen, da triffst du einen 7,5-Tonner nicht, aus 2 Meter Entfernung. Und dann hast du Saisons dabei, da schießt die Liga kaputt. Und jetzt schießen beide die Liga kaputt. Das ist außergewöhnlich und außergewöhnlich für so einen Club wie den VfB Stuttgart, der sich auf so zwei Spieler ja wirklich blind verlassen kann, dass sie treffen. Und beide haben eine hohe zweistellige Quote. Das ist bemerkenswert, das ist Wahnsinn. Wenn sie das halten können, dann sind sie weiterhin die Top-Stürmer in Europa. Das muss man ganz klar sagen. Wecken Begehrlichkeiten, das ist auch klar. Aber das jetzt wirklich zu erklären, woran es liegt, keine Ahnung. Ich glaube, auch da
spielt, glaube ich, ein ganz, ganz großer Grund die Rolle. Sie identifizieren sich einfach komplett mit dem Spielstil. Sie spüren das Vertrauen. Natürlich haben sie auch Mannschaftskollegen, die genau wissen, was sie können da vorne. Also sie bekommen auch das Vertrauen von Mannschaftskollegen, was ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn sie mal vielleicht auch eine leichte Chance vergeben. Und ja, sie sind einfach in einer Top-Verfassung und haben ein Urvertrauen in sich selbst. Und dann, auch da reden wir manchmal über diese ganz weichen Faktoren, die aber so wichtig sind. Das ist dann eben der Sport. Warum müssen wir immer alles komplett haargenau erklären müssen oder analysieren müssen? Wir wissen alle, die vielleicht mal gekickt haben, und wenn es im Amateurbereich ist, manchmal spielen Zentimeter eine Rolle, wie du den Ball am Schuh triffst, ob er reinfliegt oder ob er 2 Meter vorbeifliegt. Und die beiden, ja, die können gerade machen, was sie wollen. Sie treffen die Hütte da wirklich, ja, wie sie wollen, und legen sich die Tore gegenseitig auf und wissen aber auch, sie haben viele Mannschaftskollegen um sie herum, die das gesamte Kollektiv zu einem Kollektiv machen, warum es eben so erfolgreich ist. Da gehören natürlich die beiden dazu, weil sie vorne die Tore machen, aber da gehört noch ein bisschen mehr zu einer Fußballmannschaft. Jetzt hatten wir letzte Woche am Donnerstag unser Live-Event im Cala Luna in Schondorf, wo wir euch ja da draußen eingeladen haben, vorbeizukommen und uns zuzuhören beim Live-Podcast. Wir hatten spannende Gäste dabei. Ich verlinke euch das Video auch nochmal unten in den Shownotes. Da haben wir die Kernfrage diskutiert: Champions League und der VfB Stuttgart, Chance oder Risiko, was wiegt mehr? Jetzt gibt es viele, die sagen, liebe VfB-Fans, genießt aktuell die Phase, es läuft gut, aber die großen Probleme warten im Sommer. Stichwort Kaderplanung: bleibt Gerasi, kann UNDAF gehalten werden, was macht Chris Führig? Champions League-Falle, Stichwort viel, viel Geld investieren, im nächsten Jahr dann nur noch irgendwie Neunter werden und dann trotzdem große Verträge zahlen müssen. Marco, wie siehst du es erstmal? Schafft der VfB es in die Champions League? Und wenn ja, ist es mehr Chance oder mehr Risiko? Ich möchte mal anders anfangen. Der SC Freiburg beispielsweise, der nicht so potente Geldgeber inzwischen hat wie der VfB Stuttgart mit Daimler und mit Porsche, die ja zusammen plötzlich den VfB Stuttgart ja unterstützen, hat Europapokalauftritte auch nicht als Risiko gesehen, sondern eher als wunderbare Fußballabende im Breisgau, und haben sich jetzt zum zweiten Mal nacheinander für K.O.-Runden qualifiziert und sind in der Fußball-Bundesliga jetzt auch nicht abgestürzt, weil sie weiterhin genau wissen, woher sie kommen und was sie sind tatsächlich. Und ja, der VfB Stuttgart wird sich für die Champions League qualifizieren, weil es wäre hochverdient einfach nach dieser Saison, auch wenn ja noch ein paar Spieltage da sind, aber den großen Einbruch sehe ich jetzt nicht kommen. Und dann sollte der VfB Stuttgart das auch als ganz, ganz große Chance sehen, wieder europäische Fußballabende sehen zu dürfen, ob jetzt dienstags oder mittwochs. Und wenn es halt Europa League werden würde, dann eben donnerstags. Ich würde mich darüber freuen, weil dann werde ich sie bei RTL dann auch möglicherweise kommentieren. Aber das sind doch riesige Chancen wieder, auch für die Fans, die dann wieder reisen können, ja, zu welchen Clubs auch immer, ob es dann die super Top-Teams sind in Europa oder auch mal spannende andere europäische Mannschaften, die man noch nicht so auf dem Schirm hat, wie, um jetzt bei Freiburg zu bleiben, wie Bačka Topola beispielsweise. Aber wir haben alles noch so in Erinnerung, was mit Eintracht Frankfurt passiert ist, die das als Riesenchance wahrgenommen haben, die quasi den Europapokal zu ihrem Eigen gemacht haben. Ausverkauftes Stadion, 30.000 nach Barcelona gefahren oder da 10.000 und hier 20.000. Das waren Festabende. So, und das war eine Riesenchance. Und die Chance bleibt dann aber bestehen, solange du nicht durchdrehst. Solange du dich irgendwelchen Quatsch machst mit dann Champions League Millionen, die kommen, und komplett durchdrehst und auch allen voran im Verein weiterhin eine vernünftige, auch gesunde Hierarchie hast und bloß nicht Menschen um die Ecke kommen, die meinen, klasse, jetzt haben wir den ganz großen Kuchen vor der Nase und jetzt will ich aber auch mal eine ganz große Rolle mitspielen. Und es geht da so ein bisschen um auch Machtverhältnisse, um Machtpositionen.
Weil das kann dann, diese Fälle haben wir alle schon erlebt, wo plötzlich dann Menschen um die Ecke kommen, die dann gesagt haben, so, jetzt möchte ich aber auch mal ein Wort mitreden und am besten noch in den Fußballkompetenzbereich mit eingreifen. Solange das nicht der Fall ist, und das sehe ich jetzt, ich glaube, dass Alex Werle hoffentlich da weiterhin ein gutes Auge beweisen wird. Ich hoffe nicht, dass das beim VfB Stuttgart dann wieder passiert, weil die Unruhe, mal, die kennst du aus dem FF und hast genügend da mitgemacht. Also nicht durchdrehen, wenn es dann so ist, sondern genau diese europäischen Nächte wirklich als ganz, ganz große Chance sehen, weil das Zuschauerpotenzial ist riesig. Das Stadion ist fast jetzt komplett fertig. Ist eine wunderbare Arena. Der Standort Stuttgart ist großartig. Es ist ein Traditionsverein. Also das musst du doch als Chance sehen. Also das ist doch der sportliche Anreiz, sich dann für die Champions League zu qualifizieren, um sich dann mit den Besten messen zu können. So sehe ich das. Also das sehe ich bei weitem nicht als, oh, was kommt danach bloß? Sonst kannst du jetzt aufhören und sagen, jetzt schenken wir alle Spiele ab, dass wir bloß Zehnter werden und nicht Europapokal spielen. Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. In einer Sache will ich dir widersprechen. Ich hoffe nicht, dass du für RTL Donnerstagabends den VfB kommentieren darfst. Aber du machst Da ja mache auch ich es für für die da, Sohn, ja. Da mache ich es für die Sohn da Champions machst für League. DAZN Champions League. Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir sind jetzt ja noch, wenn ich richtig liege, 26 Spieltage sind rum, also noch 8 Spieltage to go. Ich bin sehr gespannt, für was es am Ende reicht. Wir werden das natürlich weiter begleiten und weiter dranbleiben. Was jetzt erstmal der Fall ist, Marco, Länderspielpause, erstmal runterfahren, entspannen. Gib mir die Möglichkeit, dich einzuladen hier in den Podcast. Und es hat natürlich den Hintergrund, stehen jetzt 2 Testspiele an, 2 Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, es ist 20 Jahre oder so her, dass das letzte Mal 4 VfB-Profis nominiert werden für die deutsche Nationalmannschaft. Das war zuletzt, glaube ich, Joscha Wagnermann. Davor, außer Mario Gomez, gefühlt 38 Jahre niemand. Jetzt sind es 4 auf einmal. Bist du aus den Wolken gefallen oder du hast ja vorher schon angedeutet, das war sehr, sehr verdient. Ja, total. Also wenn man das Leistungsprinzip halt ganz nach oben stellt und sagt, ich lade die gerade auch Besten ein, die in bester Form sind, dann kommt man schwer an einigen VfB-Spielern vorbei. Und das zeigt sich in der Nominierung von Julian Nagelsmann. Wenn du den besten deutschen Stürmer da hast, der die meisten Tore geschossen hat in der Fußball-Bundesliga mit Dennis Undaf. Wir wissen alle, dass wir in der Nationalmannschaft vorne immer so unsere Probleme hatten in den vergangenen Jahren auf der Suche nach einem Stürmer. Niklas Füllkrug hat das jetzt wunderbar natürlich auch wieder besetzt. Also die Quote ist ja auch wirklich klasse von Fülle. Aber dann reden wir seit Jahren über die Außenverteidigerposition. Da hat sich jetzt Maxim Mittelstädt in den Vordergrund gespielt. Ich gehe da ganz stark davon aus, dass er Minimum einen Einsatz bekommt. Auf seiner Seite. Dann Chris Führig, der mit einer Leichtigkeit spielt. Klar weiß er auch, das Mittelfeld ist unfassbar gut besetzt. Mit Florian Wirtz, der auch keine so schlechte Runde spielt. Mit Jamal Musiala, also zwei riesen Top-Talente im deutschen Fußball. Ilkay Gündogan als Kapitän, Thomas Müller da, aber Hauptsache dabei sein und du kannst ja auch weiterhin lernen. Und er ist im Kreise und eine Teilnahme an einer Europameisterschaft im eigenen Land ist ja auch überragend. Auch wenn du als Person Chris Führig vielleicht jetzt nicht in der Startelf stehst, trotzdem ist das eine Riesenehre, für ihn mit dabei zu sein. So, und dann hast du noch Waldemar Anton, der auch viel Konkurrenz hat da hinten. Antonio Rüdiger ist der Abwehrchef. Jonathan Tah spielt eine großartige Saison bei Bayer Leverkusen. Aber du brauchst ja mehr als zwei Innenverteidiger. Weil es kann immer mal was passieren. Deswegen sind das absolut verdiente Nominierungen der 4 VfB-Spieler. Jetzt ist ja so, du begleitest für RTL die deutsche Nationalmannschaft. Du hast viele Länderspiele in den letzten Monaten und Jahren kommentiert für den Privatsender. Welcher VfB-Spieler tut der oder tut, das ist jetzt schwäbisch hier, welcher VfB-Spieler erfüllt denn den größten Need, den die Nationalmannschaft hat? Wir haben Linksverteidigerprobleme, da könnte Maximilian Mittelstädt eine Rolle spielen. Vorne drin Dennis Undaf. Wem traust du eine tragende Rolle zu? Wer erfüllt diesen Need am meisten von den 4? Ich möchte die Erwartungshaltung jetzt nicht ins Unermessliche heben, weil ich glaube, das wäre kontraproduktiv, weil es sind ja bis auf Chris Führig alle zum allerersten Mal mit dabei. Auch die müssen sich erstmal
aneinander gewöhnen, haben unterschiedliche Mannschaftskollegen jetzt. Und wie wir alle wissen, das gilt ja für jedes Nationalteam, ob das jetzt die Franzosen sind, die Engländer und so weiter. Viele Trainingseinheiten hast du ja jetzt nicht, ne, um solche Automatismen reinzubringen, wie du das die gesamte Saison machen kannst beim VfB Stuttgart. Nochmal, sie haben ja DFB-Pokal gespielt, aber keine internationalen Wochen gehabt. Das heißt, du hast unglaublich viele Trainingsmöglichkeiten, um dir was zu erarbeiten. Das wird dann eben auch spannend werden in der neuen Saison, wenn du alle 2-3 Tage dann plötzlich mal die Spiele hast. Wir wissen, die Champions League wird erweitert und es gibt noch 2 Spiele mehr, genauso wie in der Europa League. Dann werden die Trainingseinheiten oder die Anzahl der Trainingseinheiten auch geringer werden. Da musst du dir schon sehr viel auch in der Vorbereitung erarbeiten oder dann speziell mal in nicht internationalen Wochen. Also nochmal, die Erwartungshaltung möchte ich jetzt noch nicht so dahingehend hochschrauben, dass ich sage, Dennis Undaff oder Maxi Mittelstädt oder Chris Führig oder Waldemar Anton müssen jetzt genau in diese Rolle rein, ne? Und müssen das Heft des Handelns in die Hand nehmen und so weiter. Nein, sondern ich würde mir wünschen und ich erhoffe mir einfach, dass sie ihr Selbstvertrauen, ihre Leichtigkeit, ihre gute Laune mitbringen in dieses Team, dass sie sehr schnell sich zurechtfinden, dass sie sehr schnell integriert werden und dann lass sie laufen und dann sollen sie das zeigen, was sie im Club bisher auch gezeigt haben. Gib ihnen und versuche ihnen weiterhin diese Leichtigkeit zu geben. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass sich ein Maxi Mittelstädt gegen David Raum beispielsweise oder auch gegen Benny Henrichs, der ja auch diese Position spielen könnte auf links, behaupten kann, vielleicht sogar durchsetzen kann. Bei Dennis Undaff, das werden wir dann auch sehen, wenn er vielleicht auch in der Startelf steht, wer weiß das schon, vielleicht bekommt er den Vorzug von Niklas Füllkrug jetzt schon gegen Frankreich oder gegen die Niederlande und kann sich auch durch ein gutes Spiel, durch ein sehr gutes Spiel da ein bisschen festbeißen, schon mal bis zum Juni. Das werden wir sehen, aber lasst uns immer nicht so schnell irgendwelche Erwartungshaltungen schüren, gerade wirklich bei Neulingen, bei potenziellen Debütanten. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich finde es immer so ein bisschen ungerecht. Aber jetzt müssen wir natürlich trotzdem diese Nationalmannschaft uns mal anschauen, diese Startaufstellung. Es wurde jetzt schon geleakt, wohl, dass gegen Frankreich jetzt am Samstag 21 Uhr in Paris findet ja dieses Länderspiel statt. Dass da wohl schon die... Ich glaube in Lyon. Sorry, hast du recht, Lyon. Deswegen bist du der Nationalmannschaftsexperte und ich kümmere mich nur um den VfB Stuttgart. Nein, es wurde wohl geleakt, wie die Mannschaft aussehen soll. Und da war ein VfB-Profi dabei, nämlich Maximilian Mittelstädt. Da gab es, glaube ich, heute Morgen gab es ein Abschlusstraining nochmal, wo die erste Elf gesondert trainiert hat. Und da war eben Maximilian Mittelstädt dabei als Linksverteidiger und vorne drin Kai Havertz. Das ist ja schon so ein bisschen ein Fingerzeig, wie es aussehen könnte, jetzt nicht nur für Frankreich, sondern vielleicht auch die kommenden Monate, auch im Hinblick auf die EM im Sommer. Weil Dennis Undaff hat wohl mit Kai Havertz einen Stürmer vorne drin, mit Füllkrug vorne drin, vor sich tendenziell Chris Führig, du hast es angesprochen, Musiala, Wirtz, Gündogan, Sané, da gibt es ja genug Kandidaten, die das spielen können. Waldemar Anton ist auch nicht gesetzt. Der einzige Spieler, wo ich sagen könnte, der könnte wirklich reinrutschen in die Startelf, jetzt bei den Länderspielen und vielleicht auch bei der Heim-EM, wäre Maxi Mittelstädt. Jetzt unabhängig davon, irgendwie was zu schüren, würdest du mir da zustimmen? Ja, absolut. Also es ist eine Position, die Linksverteidigerposition, die seit Jahren Bauchschmerzen macht. Das ist einfach Fakt. Und Maxi Mittelstädt hat ja auch eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Also bei Hertha BSC erinnere ich mich noch daran, dass er da nicht immer erste Wahl war, sondern ich glaube sogar auch mal Plattenhardt wieder, ne, ihm vorgezogen worden ist. Marvin Plattenhardt ja auch ehemaliger Nationalspieler. Und das ist ja auch katapultmäßig nach vorne gegangen für Maxi Mittelstädt. Ein ganz feiner Junge, der war mal zu Gast bei unserer damaligen Nitro-Sendung am Montagabend. Und ich habe ihn da ganz kurz mal kennengelernt und ab und zu auch mal dann geschrieben noch. Also eine tolle Entwicklung. Er hat sich total verdient, weil
ja auch eher sehr, sehr, sehr wichtig ist, auch für die Balance im VfB-Spiel. Ich möchte natürlich ist mal weit davon entfernt, immer so einen herauszunehmen, weil letztendlich funktionieren sich mal ein bisschen Licht an hier. Die Sonne ist weg, weil es zieht sich bei mir zu hier, damit ihr noch sehe, Simon. Aber er ist sowohl defensiv sehr, sehr ordentlich geworden, aber er bringt ja auch offensiv sehr viele Impulse mit. Flankenqualität beispielsweise. Also da würde ich mich jetzt nicht wirklich als überrascht ertappen, wenn Maxi Mittelstädt in der ersten Elf sehen. Und das braucht ja auch diese Nationalmannschaft. Sie braucht auch dieses Konkurrenzdenken. Sie braucht diesen Konkurrenzkampf. David Raum spielt übrigens auch eine sehr gute Saison bei RB Leipzig, nachdem die erste nicht so dolle lief für ihn. Und wir brauchen diesen Konkurrenzkampf auch für die Europameisterschaft. Also wir brauchen da einen guten Kader. Ich glaube, dass wir einen vernünftig guten Kader haben. Und wie es halt im Fußball so ist, da können es erstmal 11 spielen, aber wir brauchen dahinter auch Leute, die reinkommen können, die sofort da sind, die wissen, was sie tun. Und das ist dann eben eine schwierige Entscheidung, wenn zum Beispiel gerade auf der Linksverteidigerposition ein enges Rennen herrschen sollte, vielleicht zwischen David Raum und Maxi Mittelstädt sich dazu entscheiden. Aber hey, jetzt können wir uns mal entscheiden zwischen gerade zwei Linksverteidigern, die echt eine gute Saison spielen, und du hast immer noch eine Möglichkeit, mit Benny Henrichs den auch rüberzuziehen. Also, es ist doch wunderbar, aber Stand jetzt, Leistungsprinzip mal wieder hervorgerufen, hätte Maxi sich das sehr verdient. Jetzt gab es ja auch auf der Pressekonferenz, es war vergangenen Donnerstag, wo Julian Nagelsmann den Kader bekannt gegeben hat, jetzt für die anstehende Länderspielpause, hat er gemeint, es hätten auch noch andere VfB-Spieler die große Chance gehabt mitzufahren, aber er hat sich dagegen entschieden. Angesprochen waren Angelo Stiller und Joscha Wagnermann, wo vor allem Stiller wohl ganz, ganz knapp dran war an der Nominierung. Glaubst du, dass auch andere Profis, die beiden angesprochenen zum Beispiel, eine Chance haben mitzufahren für die EM im Sommer? Oder glaubst du, das ist zu eng? Weil es sind ja dann nur noch zwei Testspiele gegen Ukraine und gegen Griechenland, bevor es dann losgeht. Das ist eigentlich fast zu wenig Zeit, oder? Ja, ist schon knapp, ne? Wagnermann, spannend. Auch da reden wir über die Außenverteidigerposition. Wenngleich hier auf der rechten Seite ja mit Joshua Kimmich besetzt ist, dann hast du Benny Henrichs. Ich glaube, das reicht dann auch, ja, wenn du brauchst jetzt nicht vier Rechtsverteidiger tatsächlich. Bei Angelo Stiller, da muss ich sagen, dieses Mittelfeld, was wir bei der Nationalmannschaft haben, wir haben ja fast schon zu viele Mittelfeldspieler. Toni Kroos ist jetzt zurück, natürlich braucht er einen an seiner Seite, der auch nochmal richtig mal locht, ne, so wie Robert Andrich beispielsweise, der auch nicht so schlecht agiert bei Bayer Leverkusen, wie der Palacios nicht nur ersetzt hat, sondern auch verdrängt hat, weil Palacios in Leverkusen über mehrere Wochen ausgefallen ist. Großartig. Absoluter Mentalitätsspieler. Pascal Groß, der weiterhin er seit Jahren schon konstante Leistungen bringt, bei Brighton in Half Albion, der ja auch mehrere Positionen spielen kann. Also das Mittelfeld ist schon, also da reinzukommen, super schwer. Jetzt kommt aber das Aber bei Angelo Stiller. Sollte es nicht mit einer Nominierung Richtung Europameisterschaft klappen, der ist jetzt nicht 29, der ist Anfang 20. Also der hätte noch alle Möglichkeiten, wenn er seine Leistung weiterhin so konservieren kann, dann nochmal international spielt, möglicherweise dann auf dem höchsten Vereinsniveau, nämlich Champions League, und sich da weiterhin so in diese Position begibt, die er schon Woche für Woche zeigt, dann ist das ein absoluter Kandidat für auch danach. Also es ist ja auch großartig. Wir haben dann eine Weltmeisterschaft in 2 Jahren in Nordamerika. Dann wäre er da vielleicht der Kandidat. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also alles jetzt nur auf die Heim-EM zu projizieren, ist doch schön auch mal zu wissen, dass du immer noch einen Anfang 20-Jährigen da hast beim VfB Stuttgart. Der A jetzt eine super Saison spielt und B noch mehr Potenzial hat, noch mehr aus sich herauszuholen, sich weiterzuentwickeln, und da läuft die Zeit jetzt nicht ab, sondern da ist noch sehr viel Zeit, ihn zu nominieren. Aber fürs Mittelfeld, glaube ich, sehe ich es sehr, sehr eng für Angelo Stiller mit dabei zu sein. Aber nochmal, darüber hinaus sehr wohl.
Sehe ich absolut auch so, Marco. Wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen unter diese Nationalspielergeschichte und den VfB Stuttgart, was glaubst du denn von den vier? Ich weiß, du würdest dich ungern festlegen, aber ich muss dich jetzt ein bisschen dazu bringen. Was denkst du denn von den vier? Waldemar Anton, Chris Führich, Dennis Undaff, Maxi Mittelstädt. Ich glaube, Mittelstädt hat die größten Chancen, auch zur Heim-EM mitzufahren. Was denkst du, wer fährt mit? Weil ich ja eben schon mal gesagt habe, ich erwarte keinen Einbruch mehr beim VfB Stuttgart, sondern die ziehen das jetzt durch. Wohl wissend, dass für einige, die nicht mit dabei sind, immer noch die Tür ein Spalt weit offen ist. Es ist dann noch nichts in Stein gemeißelt, aber sollte, und das wünsche ich keinem im Übrigen, sollte nicht noch irgendwie verletzungsmäßig was dazwischen kommen, jetzt im Saisonendspurt. Dann werden alle vier, die jetzt nominiert sind, auch alle vier mit zur Europameisterschaft fahren, weil du hast es ja eben selbst gesagt, es gibt da nur noch es gibt zwei Testländerspiele noch gegen die Ukraine und gegen Griechenland. Dann gibt es so ein Trainingslager, ein ja, relativ überschaubares ja vor Start der Europameisterschaft. Das heißt, diese Nominierung jetzt ist ja schon ein Fingerzeig Richtung Europameisterschaft. Also jeder, der da jetzt mit dabei ist gegen Frankreich und gegen die Niederlande, weiß schon, welche Rolle möglicherweise auf sie zukommen könnte im Sommer. Vielleicht gibt es noch zwei, drei Veränderungen. Wir wissen das alles nicht. Wer spielt sich nochmal wirklich nach vorne jetzt im Saisonendspurt? Leroy Sané, ne, dürfen wir nicht vergessen, ist jetzt gesperrt, deswegen ist er nicht mit dabei. Aber natürlich ein Kandidat, ist doch gar keine Frage. Also den jetzt zu Hause zu lassen, also das würde mich komplett überraschen. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht im großen Stile große Veränderungen geben wird bis zur endgültigen EM-Nominierung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt und mich würde eure Meinung da draußen interessieren. Wie seht ihr es? Was glaubt ihr, wer von den vier VfB-Profis fährt mit? Ist es Waldemar Anton? Ist es Maxi Mittelstädt? Chris Führich? Dennis Undaff? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Gerne auch eine Mail an vfb@zvw.de. Mich würde eure Meinung zu dem Thema auch interessieren. Und dann Marco, lass uns doch mal ein bisschen unter diese sportliche Geschichte einen Strich machen und lass uns mal zu dir als Kommentator kommen. Du bist jetzt am Dienstag im Einsatz, ja, für RTL, wirst nach Frankfurt gehen und da das Spiel berichten. Wirst du auch irgendwie bei der Heim-EM dann im Einsatz sein? Weißt du da, ist da was geplant? Lassen wir uns mal alle überraschen. Ah, du willst jetzt hier keine News droppen, oder? Denke ich mal. Ja, es tut mir echt leid, Simeon, aber ich lasse mal noch keine News droppen hier tatsächlich. Ja. Aber sagen wir mal, so viel in welcher Form auch immer es könnte unter Umständen passieren. Ich meine, ich habe ja die vergangenen beiden Turniere auch begleiten dürfen. Dafür Magenta, die EM. Und die WM mit ein paar Spielen, was mir sehr viel Freude bereitet hat, auch wenn die Spiele dann aus dem Headquarter aus München dann kommentiert worden sind. Dementsprechend könnte es durchaus sein, dass das im Sommer ich auch in welcher Form auch immer bei der Europameisterschaft aufschlage. Dann denken wir mal kürzer als bis in den Sommer. Jetzt ist ja Länderspielpause, du hast es auch genutzt, um jetzt ein bisschen durchzuschnaufen die vergangenen Tage. Was steht denn jetzt an für dich im Saisonendspurt? Ich meine, du bist für DAZN am Start, du machst die Bundesliga, du bist ja auch als On-Field-Reporter am Start, habe ich gesehen. Du kommentierst Champions League, Europa League für RTL. Was steht denn da jetzt an für dich die nächsten Wochen? Es ist ja wieder wie so häufig und wie schon so oft erlebt. Es wird ja dann immer spannend Richtung Saisonende. Ja, ich werde natürlich ein paar Bundesligaspiele machen für DAZN. Ich habe es jetzt gerade gar nicht alle so im Kopf. Ich weiß, glaube der VfB mit dabei ist. Ich habe ja den VfB Stuttgart in dieser Saison, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, einmal nur begleiten dürfen. Ich glaube sogar als Interview. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube ja sogar. Also selbst gar nicht kommentiert, was ich total schade finde, weil ich schon in den Jahren ja zuvor sehr viel den VfB auch begleitet habe, als Rino Materazzo-Trainer war, als Bruno schon seine erste Amtszeit hatte. Da habe ich den VfB damals mit begleiten dürfen nach Rom, als damals der Papst dann gewählt wurde, einen Tag vor dem Geisterspiel bei Lazio Rom. Ich habe da sehr, sehr gute Kontakte. Ich kenne Präsidenten ganz gut, Klaus Vogt, seit vielen, vielen Jahren.
Leider Gottes ist es in dieser Saison ein bisschen weniger gewesen, oder fast gar nicht, was echt schade ist. Also da wird es ein paar Bundesligaspiele logischerweise noch geben. Dann freue ich mich natürlich auf die Champions League, auf das Viertelfinale, werde dort die Bayern im Rückspiel begleiten gegen Arsenal. Und na klar, Europa League wird es natürlich total spannend werden, wie weit kann Bayer Leverkusen gehen. Wir haben natürlich gehofft, dass wir ein anderes Los für Bayer erwischen, als das, was jetzt gekommen ist mit West Ham, weil West Ham machen wir jetzt echt ein paar Mal, gerade mit dem Sportclub Freiburg. Das wäre, sagen wir mal, aus der Fansicht etwas was anderes schöner gewesen, so wie, keine Ahnung, nochmal nach Marseille oder so, aber man kann es sich nicht aussuchen. Auch Liverpool wäre natürlich auch nochmal ganz fein gewesen mit Jürgen Klopp, aber vielleicht gibt es das Finale Bayer Leverkusen gegen Liverpool in Dublin, das wäre natürlich auch nochmal schön. Also darauf freue ich mich sehr, welche Reise Bayer noch gehen kann in der Europa League. Dann haben wir das Finale in der Conference League, auch da kann es spannende Auseinandersetzungen geben, Finale in Athen, auch da steht noch eine tolle Reise bevor. Also es gibt noch eine Menge zu tun und auf die vielen tollen Spiele freue ich mich sehr. Und wenn du jetzt tippen müsstest, wo landet der VfB am Ende der Saison? Glaubst du, du kriegst sie donnerstags bei RTL oder glaubst du eher, es rutscht auf Dienstag, Mittwoch bei DAZN raus? Naja, wenn man weiß, also Eintracht Frankfurt lief ja auch bei uns im Free-TV und es gibt ja nicht mehr so viele Spiele im Free-TV zu sehen. Und wenn man dann sich mal erinnert, dass das Finale von Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers damals in Sevilla über 10 Millionen Menschen geguckt haben, das wird halt leider kein Pay-TV-Sender hinbekommen, weil die Abonnentenzahl gar nicht so hoch ist. In England kann das eventuell passieren, aber nicht in Deutschland. Am Ende des Tages ist mir das total egal. Also ich würde mich freuen, den VfB Stuttgart in der Champions League zu begleiten. Ich würde mich freuen, den VfB Stuttgart in der Europa League zu begleiten. Das ist mir eigentlich relativ egal. Aber der VfB wird sich, das habe ich eben schon gesagt, für die Champions League qualifizieren. Also wenn ich sie dann, sofern ich dann bei der Zone bleiben darf, was ja auch nicht immer in meiner Macht steht, sondern da gibt es ja noch ein paar Verantwortliche bei der Zone. Wenn sie mich weiter behalten möchten und weiter in der Champions League einteilen möchten, dann würde ich mich sehr freuen, den VfB in der Königsklasse übertragen zu dürfen. Und am liebsten natürlich dann vor Ort, ob das jetzt dann zu Hause ist oder vielleicht auch mal eine Auslandsreise zu machen mit dem VfB, das wäre eine schöne Geschichte. Es ist ja kein Geheimnis, dass du BVB-Fan bist, Marco. Jetzt ist der BVB ja hinter dem VfB, hat eigentlich auch das schwerste Restprogramm noch in der Liga. Die Leipziger haben eigentlich das leichteste Restprogramm. Könntest du es verkraften, wenn der VfB Vierter wird und BVB Fünfter? Wird es dein Fußballherz, wird es das erlauben? Naja, aber der VfB könnte ja Dritter werden und der BVB Vierter. Also, ja. Also trotz des Restprogramms, das du gerade so kurz aufgezählt hast. Es ist immer, also natürlich, du hast es ja gesagt, ich bin ja auch eine Privatperson und bin mit Fußball groß geworden und komme aus der Nähe von Dortmund gebürtig, sind 90 Kilometer und mein Vater hat halt den Fehler begangen aus seiner Sicht, dass er mich zum BVB mitgenommen hat als selbst Gladbach-Fan und Gladbach spielte damals in Dortmund. Und dann ist der Sohn einfach mal quasi gegen die fußballerische Erziehung seines Vaters geschwommen und so ist es ja letztendlich kurz mal erklärt entstanden. Und ich glaube, es ist ja auch nicht so dramatisch, auch als Fußballreporter, als Journalist zu sagen, dass man einen Verein hat, mit dem man einfach aufgewachsen ist als Kind. Also so ist es eben. Also so ist man ja auch dann irgendwie zu dieser wunderbaren Sportart gekommen. Und das war halt damals bei mir so der Fall, Anfang der 1980er Jahre. Jetzt wissen viele, wie alt ich ungefähr bin. Und da mache ich auch gar keinen Hehl draus und finde es auch gar nicht verwerflich. Das heißt ja nicht, dass ich unprofessionell bin, wenn ich den BVB kommentiere oder ich kommentiere beispielsweise ein Spiel zwischen dem VfB und dem BVB und würde Partei ergreifen. Also das wäre ja Wahnsinn. Ich glaube, wenn ich das mal irgendwann gemacht hätte, dann würde ich nicht mehr als Kommentator aktiv sein, ne? Also da habe ich schon eine Professionalität, die ich da an den Tag legen kann. Aber nochmal, ich bin auch eine Privatperson, gucke mir privat sehr, sehr viel Sport an im Generellen und auch sehr viel Fußball. Und dann ärgere ich mich oder freue mich, wenn der BVB auch gewinnt. Und dementsprechend würde es mich sehr freuen, wenn der BVB sich auch wieder für die Champions League qualifiziert, weil das natürlich das absolute Minimalziel ist. Und
So wie es jetzt ist in der Fußball-Bundesliga, würde ich mich als Privatperson Marco Hagemann sehr freuen, wenn es dabei bleibt, Bayer Leverkusen deutscher Meister, der VfB in der Champions League, genauso wie Borussia Dortmund. Und dann abschließend noch Marco, Heim-EM im Sommer, wahrscheinlich mit 4 VfB-Profis, vielleicht mit einem in der Startelf, Maxi Mittelstädt. Reicht's für den großen Wurf? Wenn nein, glaubst du, es wird ein Halbfinale, Viertelfinale, ist ja auch ein Vorrundenspiel in Stuttgart. Was tippst du? Ich finde das ja total schwierig, weil die deutsche Nationalmannschaft hat einfach keine guten Jahre jetzt hinter sich, auch keine guten Turniere, also desaströse Turniere, das muss man ganz klar festhalten. Und es gibt eben noch andere Nationalmannschaften, die auch einen ganz guten Kader haben, wenn sie den so beibehalten können. Ob das jetzt Spanien ist, ob das Frankreich ist, ob das England ist. Also nochmal, ich glaube, wenn du einen guten Start ins Turnier erwischt, und eine gewisse Euphorie auch herleiten kannst, dann kann dich eine Euphorie auch wirklich durch ein Turnier tragen. Und dann muss es nicht immer, sagen wir mal, auf dem Papier die Qualität sein, die individuelle Qualität sein, die sich dann am Ende auch durchsetzt, sondern es kann auch sehr schnell passieren, dass sich eine mannschaftliche Qualität im Sinne der Leidenschaft, der Bereitschaft auch durchsetzt innerhalb eines Turnieres. Und auch da sind wir immer, und das leider Gottes wird das häufig immer so vergessen bei all der Analyse. Manchmal ist es verdammt nochmal auch im Sport die Tagesform, Schiedsrichterentscheidungen, auch ein bisschen Spielglück mal zu haben, dass der Ball vom Innenpfosten reingeht und nicht vom Innenpfosten rausgeht. Also es gibt da unfassbar viele Parameter, die dafür für Entscheidungen ja vorhanden sind. Also deswegen wäre es schön, wenn wir es schaffen, mit der deutschen Nationalmannschaft eine Euphorie hinzukriegen, wie vielleicht 2006, dass dieses Land dahinter steht, hinter dieser Nationalmannschaft, dass man sich wiedererkennt, dass man erkennt auf dem Platz, sie geben alles, sie lassen ihr letztes Hemd auf der Wiese. Und wenn es dann vielleicht in Anführungsstrichen zu einem unglücklichen Aus im Achtelfinale kommt oder im Viertelfinale, dann ist das so. Aber vielleicht können wir dann rausgehen und sagen, ey, die hat jetzt alles gegeben. Die Mannschaft hat halt nicht sollen sein. Das ist halt dann eben so der Sport. Deswegen sage ich jetzt nicht, sie muss ins Halbfinale, weil da gibt es eben auch echt noch andere richtig gute Mannschaften, die dieses Zeug haben, ins Halbfinale zu kommen und natürlich auch dieses Turnier zu gewinnen. Aber nochmal, lasst uns da, ich hoffe, dass da so eine Symbiose auch entsteht zwischen Fans und Nationalmannschaft, das würde ich mir wünschen. Und wir haben jetzt viele Spieler mit dabei. Dazu zählen auch die VfB-Spieler, die eine gewisse Unbekümmertheit mit reinbringen können in diese Mannschaft, die zeigen können, dass sie so viel Bock drauf haben auf die Heim-Europameisterschaft, und in jedem Spiel, sich zerreißen. Und dann werden wir sehen, wie lange das Turnier für die deutsche Nationalmannschaft geht. So, dann hoffe ich, dass einige von euch da draußen, Marco, deine Euphorie jetzt mitnehmen. Danke dir nochmal für das Gespräch hier mit dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann, wann geht's nach Frankfurt? Am Dienstag erst, oder? Nee, am Montag geht es Richtung Frankfurt und werde dann ja noch einen Abend dann verbringen mit den Kollegen und sich da schon austauschen. Das ist immer so, ja, so ein kleines Ritual auch zwischen Steffen Freund und mir. Steffen wird ja auch mit dabei sein. Wenn wir die Chance haben, mal einen Tag vorher anzureisen vor einem Spiel, dann ja, dann wird sich schon mal über das Spiel unterhalten, ne? Was gibt es für mögliche Szenarien? Natürlich werden wir uns darüber unterhalten, was hast du gegen Frankreich ausgemacht und so, ne? Wie hast du das Spiel gesehen? Wir werden uns über Spieler unterhalten. Dann werden wir am Dienstag ja mit der Redaktion, mit ein paar Leuten noch Padel spielen gehen. Und dann am frühen Nachmittag werde ich noch ein Trainergespräch führen mit Julian Nagelsmann von so einer halben Stunde. Werde mir da so die letzten Informationen holen dürfen. Und dann geht's ja irgendwann so gegen, ich schätze mal, 18 Uhr oder vielleicht 17:30 rüber ins Stadion. Wir sind da in unmittelbarer Nähe im Hotel, wo wir immer sind, wenn wir in Frankfurt sind. Die Wege sind bekannt. Ist ja kein neues Stadion, was man besucht, sondern schon sehr gut kennt. Das sind dann so die jeweiligen Tagesabläufe. Ja, Marco, dann wünsche ich dir viel Erfolg.
für dein nächstes jetzt Projekt, das ansteht. Projekt kann man ja nicht sagen, aber das nächste Spiel ist immer, auch für dich als Kommentator, ist auch so, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste, oder? Jetzt das Länderspiel gegen die Niederlande. Ich werde es verfolgen, wenn ich vom Training heimkomme. Vielleicht schwänze ich das Training. Ich hoffe, der Trainer hört nicht zu. Aber dann werde ich dich und deine Stimme verfolgen. Danke, dass du da warst. Vielen Dank an dich, Marco. Und an euch da draußen, wie immer, schreibt uns in die Kommentare, wie hat euch die Folge gefallen, bewertet uns, gebt uns einen Daumen hoch. Und nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Folge vor dem ersten, beziehungsweise vor dem ersten, vor dem Restart in die Bundesliga, vor dem Ostersonntag-Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Da habe ich auch noch einen Gast am Start. Der Kollege Galm hat da nämlich Urlaub im Anschluss an seine Lesereise aus Rom. Wobei ich glaube, erholter als in Rom kann man nicht sein. Deswegen, Marco, vielen Dank dir, danke für deine Einschätzungen und liebe Grüße nach München. Sehr, sehr gerne nochmal. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat einen großen Spaß gemacht. Und nicht wieder erst 2 Jahre warten, ne? Bis zum nächsten Mal. Das haben wir ja festgestellt, dass wir vor 2 Jahren das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Marco, das machen wir. Ich nehme dich beim Wort. Ich wünsche dir was, eine erfolgreiche Zeit und an euch da draußen. Tschüssle, ciao. Tschüss.